Ja, hallo liebe Zuschauer und sonnige Grüße hier am Nachmittag nochmal kurz nach 17 Uhr hier zur Beschau des US-Marktes und hierbei speziell den Nasdaq 100 Index, der uns jetzt hier von Interesse scheint. Der S&P 500 und auch der Nasdaq haben hier die bereits gestern schon vorsichtig andeutenden bullischen Tendenzen weiter fortgesetzt, sprich die laufende Konsolidierung sollte sich nicht zu weit fortsetzen. Und wenn wir das jetzt mal hier auf die Vortagesprognose vom Nasdaq 100 beziehen, lässt sich auch hier feststellen, dass generell eigentlich hier Niveaus unter 4.540 Punkten nicht erwartet wurden. Vielmehr wäre dann unterhalb dessen eben der nächste Rücksetzer wahrscheinlich gewesen, aber stattdessen hat sich das Währungspaar, sage ich schon, der Index vielmehr hier auf einer Seitwärtsebene oberhalb von 4.540 Punkten etabliert und jetzt hier in der Folge sozusagen gerade heute hier schon am vorbörslichen Verlauf den Ausbruch vollzogen über diese Zone von 4.585 Punkten. Dieses Level war hier zuletzt schon Widerstand, Unterstützung, Widerstand immer wieder. Und da sind wir jetzt drüber rausgelaufen und das hat hier dem Währungspaar jetzt, Währungspaar, was habe ich denn nur mit dem Währungspaar? Das hat hier dem Index vielmehr jetzt hier ganz sauber nach oben angetrieben. Der Nasdaq 100 sozusagen im Aufwind und natürlich jetzt schon sehr stark gelaufen. Das heißt, ob hier noch richtig viel nach oben geht, muss sich zeigen. Rein technisch aber jetzt hier Luft bis zu diesem Verlaufshoch der Indikation vom Juli, hier Vormittagshandel, Bereich 4.645 Punkte. Das ist die Hausnummer, die jetzt der Index ansteuert, der Nasdaq 100 Index. Und entweder geschieht dies eben hier während des Haupthandels oder in der 24-Stunden-Indikation. Die Chancen dafür sind aber auf jeden Fall sehr gut. Kurzfristig ist dieses Niveau, wie gesagt, das Ziel der Ziele. Wir gehen nochmal dann kurz auf den Index ein. Hier in dem Index View kurz. Denn aufgrund der starken Performance ist natürlich schon ein Stück weit von der bisherigen möglichen Tagesrange abgearbeitet, was natürlich hier die reine Perspektive unter Intraday-Gesichtspunkten ein Stück weit abschwächt. Die Gretchenfrage ist eben nur, was kann hier noch passieren? Wo liegen hier die Chancen? Und da sehen wir hier sehr schön beim S&P 500, dass wir die True Range schon mit bislang 23 Punkten sauber abgearbeitet haben. Und jetzt müssen wir hier ein kleines Stück zurückgehen. Der US Tech ist hier oben. Das ist der Nasdaq 100. Auch hier sind wir schon deutlich über dem eigentlichen Pensum hinausgeschossen, mit hier aktuell 72 Punkten. Das ist eine Riesenhausnummer. Im Schnitt haben wir hier 48 zu laufen. Und jetzt sind wir auch schon hier, sehen Sie auch sehr deutlich, über das Vorwochenhoch ausgebrochen. Die Lage also höchst bullisch. Und jetzt könnten hier kurzfristige Rücksetzer in Richtung 4.616, 4.600 interessant wirken. Das schauen wir uns jetzt wiederum nicht hier auf diesem Stundenchart, sondern auf dem Tageschart zum Index an. Da sehen wir hier nämlich sehr schön diese Levels hier, das Vorwochenhoch. Diese schräge Trendlinie war ohnehin nur schräger Natur. Da haben wir auch das letzte Mal schon darauf hingewiesen. Rücksetzer hier gingen ein Stück weit tiefer, aber hier eben nicht bis unter 5.000. 4.540 Punkte, alles soweit wunderbar und insofern die heutige Tageskerze hier natürlich sehr bullisch ausgeprägt. Kleine Rücksetzer sollten jetzt einkalkuliert werden, aber dann könnte es hier weiter raufgehen, hier weiter in Richtung des noch ausstehenden Allzeithochs. Das wollen wir eigentlich noch sehen und insofern hier die Tendenz, dass wir jetzt erstmal dann hier Richtung 4.640 Punkte laufen. Das ist hier der Hochpunkt oder der Preisbereich 4.645, der Kerze vom 24. Juli, was wir gerade eben in der Stundenbeschau gesehen haben und oberhalb dessen lockt dann hier das nächste letzte Reaktionshoch vom 20. Juli, um dann letztlich hier die Marke von 4.800 plus anzuvisieren. Trotz des sich scheinbar negativ voraus darstellenden saisonalen schlechten Verhaltens haben die Indizes wohl jetzt hier noch gerade im August Luft nach oben, die sollte sich entfalten. Gerade bezogen auf den Nasdaq 100 Index bleibt oberhalb von jetzt 4.550, 4.550 Punkten die Lage höchst bullisch. Wir machen den grünen Pfeil mal hier drunter. Kurzfristig, wie gesagt, 4.600 wäre ein schönes Pullback-Level. Und wie gesagt, hier oben bleibt jetzt die Lage sehr, sehr bullisch. Wir haben hier diesen horizontalen Widerstandsbereich. Unlängst Unterstützung Ende Juli, jetzt hier noch nicht mal angelaufen. Also insofern auch hier ein gewisser bullischer Grundton. Das sollte ja eigentlich dazu führen, dass wir neue Preishochs, Kurshochs sehen. Erlauben uns hier mal auch die schräge Trendlinie mal einzuzeichnen. Wobei es hier schon wieder schwierig wird, wie Sie sehen. Lassen Sie mal als groben Richtwert mal hier drin. Aber wie gesagt, das hier nur um
den generellen Aufwärtsmove, der uns jetzt hier wohl weiter bevorsteht, zu unterstreichen. Bleibt spannend, liebe Zuschauer. Wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Nasdaq, wie gesagt, jetzt hier mit dem neuen Vorwochenhoch, mit dem neuen Hoch über die letzten Bewegungshoch der letzten Woche, ist das hier ganz, ganz wichtig, dass die Kerze jetzt hier nicht großartig abverkauft wird. Kurzfristige Rücksetzer, gerade auch während des morgigen Handels, wären Einladungen, um dann hier an einer weiteren Performance gen Norden teilzunehmen. Sieht gut aus, liebe Zuschauer. In dem Zusammenhang noch einen schönen Rest Mittwoch. Wir hören uns, wenn Sie mögen, morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.